Pranks sind ja der hotte Shit im Netz überhaupt, aber wie weit die mittlerweile gehen und wann sie definitiv zu weit gehen, da lassen sich Leute echt immer neue Grenzen einfallen. Oh, Alter. Hallo ihr sexy Ladies and Gentlemen Nerds, geil, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich. Und ja, das leidige Thema Pranks, auch von YouTube ja nicht mehr wegzudenken. Und wir wissen ja, was in den USA erfunden wird, wird dann von den Prankern hier in Deutschland früher oder später nachgemacht. Was jetzt allerdings da gerade Trend ist, ich glaube, das traut sich dann hierzulande doch keiner. Ich hoffe es. Aber Präzedenzfall dieser neuen, immer aufmerksamkeitziehenderen, ausgeklügelteren und krasseren Ausgeburt der Pranks. In Minnesota hat sich ein junger Mann als Feuerwehrmann verkleidet und ist damit in einen Burger King reingestürmt, hat um sich gebrüllt, Panik verbreitet, dass Gas ausströme und das ganze Gebäude droht in die Luft zu fliegen, wenn nicht alle Angestellten dabei helfen, schnellstmöglich sämtliche Fensterscheiben des Ladens zu demolieren und einzuschlagen, damit das Gas entweichen kann. Und genau das ist passiert. Während der verkleidete Feuerwehrmann, also der Prankster, fröhlich zuschaute, taten die Angestellten, wie ihnen geheißen, und schlugen einfach absolut jedes Fenster ein. Danach war das Video fertig, die Flucht wurde ergriffen und ein paar verdutzte Angestellte standen sich da und dachten sich, well, fuck. Und dieser Trend weitet sich mittlerweile aus. Mit ausgefuchsten Ideen, wie zum Beispiel kleinen Lautsprechern, bringt man Passanten dazu, indem man die Lautsprecher zum Beispiel unter dem Kofferraum oder unter der Seite eines Autos verbirgt, Autoscheiben von völlig fremden Autos, die eben auch nicht dem Prankenden noch dem Geprankten gehören, einzuschlagen oder einen Kofferraum aufzubrechen, ganzes Auto damit zu demolieren. Der neue Trend heißt also, jemand bringt jemanden dazu, von jemand anderem Sachen kaputt zu machen. Wow, total lustig. Nicht. Was ist eure Meinung dazu zu Pranks generell? Gerne mal ab in die Comments, lass uns darüber mal quatschen. Vor einigen Wochen hatten wir schon darüber gequatscht, dass ich glaube, dass wenn Donald Trump zu einer ernstzunehmenden Bedrohung für andere US-Präsidentschaftswahlkandidaten wird, so eine richtig heftige Schlammschlacht aufgefahren wird. Und was ist passiert? Genau das passiert jetzt gerade. Und ich sag euch, scheiß auf House of Cards. Das ist das Geilste, was es gibt, was da gerade abgeht. Die politischen Gegner Donald Trumps knallen aber Millionen Dollar in Hetzkampagnen, um gegen den Mann vorzugehen und ihn zu denunzieren. Und das Schöne ist, sie müssen sich ja gar keine Lügen einfallen lassen. Sie nehmen einfach Fakten, um ihn fertig zu machen. So sammelt man beispielsweise seine Aussagen gegenüber Frauen, dass man sie auf jeden Fall behandeln sollte wie Scheiße und dass es scheißegal ist, was eine Frau tut. Hauptsache, sie hat einen geilen Arsch. Das ist immerhin alles, worauf es ankommt. Genau solche Aussagen von ihm selbst sammelt man einfach und präsentiert sie der Öffentlichkeit. Was schon doof ist, denn die Frauen gehören zur wichtigsten, zu überzeugenden Wählerschaft in den USA. Außerdem konfrontiert man jetzt die Gesellschaft damit, dass Donald Trump ja sagt, Make America Great Again. Er wird aber Millionen Jobs schaffen. Made in America muss der neue Standard sein. Schon doof, wenn er dann in Talkshows sitzt und seine eigene Modelinie vorgeführt bekommt, die Made in China ist, Made in Bangladesch, eigentlich überall, Hauptsache billig und nicht in den USA. Diese ganzen Kampagnen werden alleine wegen Trump und seinem totalen Größenwahnsinn immer witziger und ich sag's euch, verfolgt das ruhig mal. Ihr werdet mit einem weinenden und einem lachenden Auge davor sitzen, es lesen, es euch anhören, anschauen und es ist tatsächlich wesentlich amüsanter als so manche Netflix-Serie. Ein Streitthema auch hier in Deutschland ist immer wieder, ob oder dass Politiker ihre Nebentätigkeiten, Nebenjobs, was auch immer, offenlegen sollen. Und ich sage ja, bitte. Politiker sind schließlich im weitesten Sinne Volksvertreter, auch wenn die meisten von ihnen das irgendwo auf dem Weg zwischen Wahl und oh, da kann ich ganz viel Geld machen, vergessen. Aber wer arbeitet mit welcher Lobby? Wer setzt sich für welche Konzerninteressen ein? Wer sitzt wo im Vorstand? Und auch andersrum, wer nimmt auf wen oder was eigentlich Einfluss? Und ein besonders prekärer Fall trifft hier Hendrik Rottmann. Der ist Vorsitzender des Kölner Kreisverbandes der AfD und gibt auch genau das immer wieder an, wenn man ihn nach seinem Beruf fragt. Herr Rottmann arbeitet allerdings auch seit Jahren für den Bundeswehrgeheimdienst, den MAD, den Militärischen Abschirmdienst. Und das ist in seiner Verwebung, seiner Verstrickung zwischen Job und Politik absolut nicht unproblematisch, wenn ihr mich fragt. Aber ey, wie seht ihr das?
Jetzt natürlich noch eine kleine Geschichte aus der allseits beliebten Kategorie Net to Know. Wir schauen in den Süden von Brasilien, denn dort gab es einen Fall von Bankraub, bei dem die Räuber außerordentlich kreativ vorgegangen sind. Die haben sich nämlich komplett den ganzen Körper in Alufolie eingewickelt. Klingt bescheuert? Ja, sieht auch bescheuert aus, ist es aber gar nicht, denn damit haben sie die Alarmsysteme der Bank komplett ausgehebelt. Die Detektoren der Alarmanlage, die wohl auf Basis von elektromagnetischen Wellen funktionieren, hat die Bankräuber aufgrund ihres Ganzkörper-Alufolie-Kondoms schlichtweg nicht registriert, gar nicht wahrgenommen. Blöderweise haben sie nicht an die Kameras gedacht, weshalb der Bankraub dann erstmal vereitelt wurde, aber trotzdem, ich muss sagen, wahnsinnig kreativ. Idee also 1 plus, Ausführung mangelhaft. Und es kam niemand zu Schaden. Von daher, ich hab gelacht. Also, wollt ihr eine Bank ausrauben? Alufolie, Ganzkörperkondom und irgendwie die Kameras loswerden. Wieder was gelernt. Aloha, Freunde. Däumchen wären Träumchen. Einmal ganz kurz den Daumen hochklicken. Freut mich sehr, unterstützt mich sehr. Super geiles Feedback. Vielen Dank euch dafür und für jeden weiteren Support. Falls ihr jetzt noch Bock habt, da oben, unser Gaming-Channel, da gibt es ganz viele Gaming-related Videos. Wow, wer hätte das gedacht? Am Dienstag kam es wieder ein Random Game Facts. Morgen, also am Donnerstag, kommt wieder ein Nerd-Ranking. Ein sehr geiles. Und am Samstag geht es endlich weiter mit 1080 Nerdscope. Da unten in der Videobeschreibung findet ihr ganz viele Links. Die könnt ihr anklicken, egal ob ihr im Rechner oder am Tablet sitzt. Wenn ihr auf meine Fresse klickt, könnt ihr den Kanal abonnieren. Da sind noch Let's Plays. Was auf so einer Endcard alles abgeht. Wahnsinn. So, Le Floyd Army, es war mir eine Ehre, ein Video für Sie gemacht zu haben. Heil, Dodo Jesus. Und jetzt ein fettes Community High Five in 3, 2, 1. Bam!